Leise war gestern. Die Perle der Woche. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, der Perle der Woche von Time for Metal. Hier am Donnerstag hauen wir euch mal wieder einen zufallsgenerierten Song nach dem anderen um die Ohren. Nein, der ist nicht zufallsgeneriert, sondern Zufallsgenerator. Gebt uns nur ein Thema durch und dann dürfen wir euch dazu jeweils einen Song nennen. Da man das ja nicht alleine macht, habe ich heute die schöne, tolle und wirklich sehr charmante Kollegin, die liebe Pia, an der Leitung. Hallo, liebe Pia. Hallo. Und natürlich habe ich auch den schönen, charmanten und auch super tollen Kollegen Flo auf der anderen Seite der Leitung. Hi. Sonst hätte ich mich jetzt auch benachteiligt gefühlt, lieber Kai. Der wunderschöne Kai hat mich gerade introduziert. Danke, Kai. Boah, wir können einfach sagen, das ist die Schleimfolge hier. Das ist die Schleimfolge. Okay, ich drücke auf den Zufallsgenerator und heute mal nicht so lange schnacken, denn wir haben ein Thema zu besprechen. Und zwar das Thema, es geht um ein sehr kleines Land. Wir haben schon lange nicht mehr Länder in dieser Perle gehabt. Und zwar ist diesmal die Schweiz. Wir sprechen über eine Band aus der Schweiz. Ich kann das so überhaupt gar nicht. Dann sei mir bitte verziehen, dass ich es zumindest versuche. Respektvoll, liebevoller Versuch, Schweizerdeutsch zu sprechen. Wie sieht's aus? Fällt euch schon irgendeine Band aus der Schweiz ein? Ja, definitiv. Dann schieß mal los. Eine Band mit einem großartigen Sänger, der auch in zwei Power-Metal-Bands mittlerweile für Furore sorgt. Ich habe ihn zum ersten Mal, glaube ich, live gesehen mit den War Kings. Da ist er der Tribune und tritt unter seinem verdeckten Namen auf. Seinen Originalnamen müsste ich nachreichen. Der würde mir jetzt nicht so auf Anhieb anfallen. Und zwar ist es der Sänger von Serenity aus der Schweiz. Die haben ganz cooles neues Album am Start tatsächlich. Also es ist immer mal wieder, dass ich zurückkomme zum Power Metal. Das ist ja für viele von uns so der Einstiegsdroge gewesen neben New Metal. Und die haben das Nemesis AD-Album rausgebracht, auf dem der Song Ritter, Tod und Teufel ist. Also tatsächlich auf Englisch mit deutschem Refrain. Und das Ganze ist wirklich, also so Power Metal, wie ich ihn früher gerne gehört habe. Und der funktioniert auch heute noch. Mir fällt eine Band ein, die wir alle drei mögen. Ich weiß, welche kommt. Man würde vielleicht nicht direkt denken, dass sie aus der Schweiz kommen, weil sie aus dem italienischen Raum der Schweiz kommen, nämlich Dreamshade mit dem wunderbaren Breakup-Song It's Over. Wenn man den hört, dann kriegt man direkt positive Gefühle. Da hat man so ein bisschen Text-Melodie-Schere irgendwie. Aber es ist irgendwo auch cool, weil man sich ja manchmal nach einer Trennung auch befreit fühlen kann. Und dann kann man ganz toll den It's Over von Dreamshade auflegen. Finde ich sehr, sehr cool, dass du Dreamshade genommen hast, weil dann kann ich mich eine andere Band nehmen. Aber war mir irgendwie auch klar. Also ich habe schon gedacht, irgendeiner wird Dreamshade nehmen, wenn der jetzt die Schweiz kommt. Aus Lugano kommen die, genau. Ich habe noch eine andere schöne, tolle, klasse Band hier. Aus Zürich zumindest sagt das die tolle Datenbank IMDb. Ach Quatsch, IMDb. Enzyklopädie Metallum. Also die Metal-Version von IMDb. Und zwar ein Genre-Mix, den es sonst, glaube ich, so gut wie gar nicht gibt in dieser Art und Weise. Ich würde jetzt mal, wie kann man denn die Genres nennen? Ist so ein bisschen Folk-Metal, ist ein bisschen Melodic-Death-Metal. Ja, ich glaube, das passt schon. Vielleicht auch einen kleinen Ticken Metalcore, würde ich aber sagen, eher nicht. Also das ist so eher so, dass wenn dann nur so ganz am Rand. Es ist Elovaiti. Und Elovaiti haben ein Album rausgebracht 2012. Und das ist aus meiner Sicht das beste Album, was die Band je produziert hat. Da gibt es sicherlich auch andere Meinungen zu. Aber mit Helvetios haben sie sich zumindest sehr stark in mein Herz gespielt. Wenn man das so, wenn man das so sagen kann. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, welchen Song ich nehme. In der Zwischenzeit kann ich zumindest schon mal sagen, ich habe die Band sehr, sehr spannend gesehen am Summer Breeze 2019 und das war so ein sehr, sehr skurriler Moment. Da stand ich am, das ist ja ein bisschen, ein Pissoir und neben mir stand der Sänger und ich so, wie gehe ich jetzt mit der Situation hier um? ich fand es irgendwie sehr skurril, aber irgendwie cool. Da merkt man einfach, das sind doch alles ganz normale Menschen.
Ich nehme, es sind einfach viel zu viele Tracks, ich nehme A Rose for Epona. Mhm. Also, und die haben ja Anna Murphy mal in der Band gehabt, ne? Oder bringe ich das jetzt durcheinander? Die ist jetzt unterwegs mit einem neuen Projekt namens Cella Darling. Also falls man von ihr noch gerne ein bisschen mehr hören möchte, ich meine, dass sie bei Elevate hier ausgestiegen ist. Dann das weiß ich nicht, ob sie ausgestiegen ist, aber sie war zumindest da. Also auch bei dem Helvetios-Album war sie noch da. Ich muss mal gerade gucken. Mhm. Das ist ja nicht, was das Internet uns nicht erklären könnte. Doch die ist bis 2014 zumindest auf den Studioalben noch mit drin. Also 2008 bis 2014 war sie auf, genau, Origins war so das Letzte. Genau. Das ist schade. Aber ich finde, sie hat eine coole Stimme. Also das merkt man schon, weil sie spielt ja Drehleier auf dem Album. Und zusätzlich bereichert sie das Album mit ihrer wirklich guten Stimme. Yes. Also entweder macht Kai an dieser Stelle jetzt einen Cut oder ich mache mir jetzt hier einfach zum Volllöffel und schöne Grüße an meinen Geografielehrer. Serenity sind eine großartige Band, aber sie kommen absolut nicht aus der Schweiz, sondern aus Österreich. Das ist so ähnlich, nur daneben. Tja, also schließen wir den Flo einfach aus, weil er die letzten Male einfach eh mal gewonnen hat. Eine 1 oder eine 2? Ich habe eine 1 gewürfelt, das heißt, wer jetzt schon wieder vergessen hat, was ich hatte, es war Dreamshade mit It's Over. Damit kann ich absolut leben, das war auch eine herausragende Band. Und die kommt wirklich aus der Schweiz. Viel Spaß bis zum nächsten Mal.